Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted. Entschuldigt, Leute. Ich habe ein bisschen Zeitdruck, möchte aber noch ein Part schaffen und war so schlau, mir einen Bonbon in den Mund zu schieben. That's like the Beagle. Der Beagle hat Hunger. Wir waren dabei, in ein türkisches Museum einzubrechen. Wir sind fast da. Chloe hat ihren Teil erfüllt. Mal schauen, ob wir bekommen, was wir wollen. Ich habe mir heftig geile Lakritzbonbon mit scharfer Flüssigkeit innen drin gegessen. So diese Lutschdinger. Ich bin ja ein riesen Fan von Lakritz. Ich weiß, dass viele das Okay. nicht sind. Könnte Alles klar. übrigens eine ziemlich gute Erklärung sein, warum ich Schokolade mehr oder weniger in 90% der Zeit verabscheue. Ladies first. Nett. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Genau, kein Problem, Mann. Voilà. Glas berührt, Okay. nichts passiert. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Warum genau hat das kaputt gemacht? Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Kahn. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Wow. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das könnte sein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Shintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Checkt's aber auch erst Wenn beim wir den sechsten Mal. Stein hatten, ist er vielleicht noch da? Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Ach, Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? So eine Arschgeige, ey. Verdammt, Flynn. Nee, wohin? Nein! Scheiße. Okay. Ah, Rollen Nate, Rollen Nate. Aber wo war ich? Genau, bei Schokolade. Dass ich keine Schokolade mag. Aber mag ich nicht. In der Tat mag ich die nicht. Esse ich alle Jubeljahre, wenn es hochkommt. Okay. Meistens, wenn nach, eine bestimmte Zeit im Monat stattfindet. Ja.
Aber dann auch nur ganz wenig. Also so eine Tafel Schokolade liegt bei mir echt heftig lang rum. Wo denn? Achso. Und aber Lakritz ist eine ziemlich heftige Schwäche von mir. Aber nicht das süße Lakritz, sondern wirklich das salzige Lakritz. Das gute holländische. Oh, sorry, Nate. Nate, nein, was willst du denn in der Deckung? Vor allen Dingen, du gehst in so dummen jetzt machst er es schon wieder mit der Deckung. Ja, ist ja gut. Er freut sich gerade noch. Man sieht sich. Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh es ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hey, hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein. Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig, besonders wenn es um Frauen geht. Hast ja recht, aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich habe meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab es einen für 8. Hör zu, und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust, aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn Sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Cowboy. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. Sully! Okay, ich habe überall
überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Aha. Ihr müsst sie nur scharf machen. Na dann. Und die erste ist genau vor euch. Ja, Chloe hat übrigens die gleiche Synchronstimme wie Ada in Resident Evil 2. Und ich muss zugeben, da ich in letzter Zeit relativ viel Resident Evil 2 gespielt habe, irritiert mich ihre Stimme enorm. Obwohl Chloe ja chronologisch zuerst da war. Aber zeigt auch, wie heftig gut. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Zeigt aber auch, wie lange die gute Frau dann also schon im Geschäft ist. Also die Synchronsprecherin. Das ist schön. Wir haben Sully wieder da. Sully, Sully, Sully. Lazarevich-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Aha. Wie rollst du dich auch so seltsam über den Ast? Was ist los mit euch? Ich hoffe, du bist ein bisschen nützlicher als Flynn, Sully. Ich habe dich eigentlich nur nützlich in Erinnerung. Habe gar keinen Schatz mehr gefunden in letzter Zeit. Aber halt die Wachen im Auge. I do my very best. Warum muss ich jetzt an Dinner for One denken? I don't know. Was macht die Nonne denn dort? Okay. Sully, okay. Sie dürfen euch nicht sehen. Ja, Chloe, was hast du denn? Ganz leicht. Beruhig dich, Chloe, beruhig dich. Da komme ich gar nicht hoch. Aber ich wollte doch wissen, ob... Naja, egal. Nein, nein, gar nichts. Hier ist niemand. Niemand. Ha, der dreht sich ja gar nicht um. Na doch, der dreht sich um. Schön. Mussten sein Kollege... Oh! Oh, das war jetzt auch mehr Glück als Verstand. So, wir haben Pistolenmunition. Sully, was machst du da? Was machst du da? Musst du groß oder was? Okay. Sully musste gerade mal einfach ein bisschen aufs Töpfchen. Ist okay. Das nehme ich als Argument, warum er mir nicht geholfen hat. Ich hasse diese Leute. Tut er nicht mehr. Er jammert nicht mehr so. Und sein Kollege interessiert sich nicht dafür. Oh, das knackt schön. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, ne, Leute. Sowas würde ich natürlich niemals sagen. Aber in der Tat knackt es schön. Nee, da muss ich gar nicht hin. Oh, ich habe bestimmt schon wieder 20 Schütze übersehen. Uff, da oben ist ein Dude, der nichts mitbekommt. Eindringling! Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Nein, ich muss hier weg, es ist okay. Na, ich stand und war nicht in Deckung. Das war nicht so schlau. Na gut, dann nochmal. Hoch. Ich habe den oben aber auch echt nicht gesehen. Vor allem, wie lange ich da rumgetanzt bin, bevor er auch nur irgendwas gecheckt hat. Wenn ich den jetzt also still und leise... Wenn ich den jetzt also still und leise mache... Nee. Der kriegt aber auch echt nichts mit, ne? Hii, Eindringling. Ich glaube, das kann ich gar nicht vermeiden. Ah, von wo trifft er mich denn noch? In der Tat ist es nicht gut. Sully, was machst du da? Ich muss tatsächlich wieder reinkommen. Was passiert denn hier? Die Schüsse klingen echt cool. Na, das wackelt wie Espenlaub. Wo bist du denn hin? Das war nicht gut. Ich will immer noch... Na komm, ist okay. So, und jetzt den da oben. Das ist ja kein Thema. Getroffen! Das lief doch gar nicht schlecht. Ah, nee, gar nicht. Ich schlag hier die ganze Zeit wie so ein Honk. Dabei wollte ich doch einfach nur Munition einsammeln. So.
Erste Schießerei erfolgreich erledigt. Ah, da nehme ich. Aber ich bleib trotzdem bei der Pistole. Ich weiß gar nicht, was dieses blaue Symbol da drum heißt. Gar nicht da lang? Okay. Hä, ich muss ja da lang. What? What? Ah, okay. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt wieder nicht nah genug an den Stein rangegangen. Dann hätten wir wieder so ein Desaster gehabt. Bitte, Sully, habe ich gern gemacht. Haben die den Stein da so absichtlich dahingestellt? Aha. Sie müsste längst tot sein. Die müsste. Ach, schade. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ass! Mensch. Ein. Oh. Noch mehr? Nee, oder? Nee. Doch. Ja, ist okay. Wenn ich nicht. Warte mal. Heißt das, ich verliere auch dann Energie, wenn ich halt einfach nur nicht in Deckung bin? Das ist aber neu. Das wäre ja cheap. Einfach mal alles einsammeln. Steht ein Lämpchen rum. Das erste Lager. Okay, Chloe. Da ist das Lager. Bist du bereit? Auf geht's. Das sind übrigens ihre ersten Versuche, Stealths mit einzubauen. Bis dann. Ich weiß noch nicht, ob ich es gelungen finden soll oder nicht. Oh, komm, nein, was? Also. Okay. Stehst du in Deckung? Du stehst gar nicht in Deckung, oder? Richtig, hast du gehört? Richtig. Nate. Nicht gut, ne? Noch mehr? Ja, noch mehr. Ne, geh mal in Deckung hier. Ah, nein. So. Was macht denn... Ah, nein. Ah, ich bin schon wieder... Westkaliber. In der Tat. Ah, nein. Dabei lief die erste Hälfte gar nicht schlecht. Natürlich muss ich von hier wieder machen. Richtig. Jetzt geh doch mal in Deckung, ey. Ne? Er ist sich nicht sicher, was er gesehen hat. Kommst du jetzt her? Komm ruhig her. Da mache ich es diesmal anders. Oh. Bis dann. Au. Also es ist nicht so, als würden die Kopfschüsse nicht da sein. Sie sind durchaus da. So, jetzt gehe ich aber direkt hier hoch und hol mir die Wes. So, und jetzt gehe ich hier in Deckung. Nee, geh doch bitte irgendwo in Deckung. Oh shit, ich brauche ein bisschen Leben, bevor ich hier Quark mache. Der wird äußerst langsam normal, fällt mir gerade auf. Ah, sag mal, du bist ein Arschloch. Wegen dir habe ich jetzt... Er hat sich selbst weggesperrt. Die Wes ist halt Instant Kill, wenn ich es richtig mache. So, jetzt muss ich aber meine Pistole wieder haben. Ich wollte wenigstens ein klein bisschen Vorteil haben. Ach, ist schon vorbei. Oh, Leute. Dann haben wir in der Tat... Hier ist jemand. Doch nicht vorbei. Ja.
Ah, Nate glaubt nicht. Ich glaube auch nicht. Nate, bitte mach irgendwas. Geh in Deckung. Nate! Hey, du sollst in Deckung gehen. Gott im Himmel. Niemand weiß so recht, was er da gerade tut. Oh no, jetzt habe ich die Kiste nicht mehr. Hab die Kiste nicht mehr. Ist das ein Dude? Ich glaube, das ist ein Dude. Wo kommen die vor allen Dingen alle her? Ich meine, Chloe hat gesagt, seid sicher, dass alles leer ist. Und das ist ja auch okay. Aber wo kommen die alle her? Ich bin drüber, Wartezeit. Gerade jetzt. Na, komm schon, Dude. Schön in die Eier schießen. Geht auch. Eier schießen. Ha, Bombenwerfer. Warum? Hm. Ah, okay. Kommen da jetzt noch mehr? Ich hätte schwören können. Nein, okay. Sully redet mit mir. Das heißt, da ist nichts. Da, guck mal, der ist ja sehr offensichtlich. Aber Leute. Wir müssen noch drei Ladungen scharf machen. Drei Ladungen. Die finden wir jetzt noch und dann ist für heute tatsächlich Ende Gelände. Aber verratet mir doch gerne, wie ihr Chloe findet, wie ihr es findet, dass nee, das bloß nicht. Sully wieder bei uns ist. Ich mag den Dude einfach so sehr. Auch wenn man natürlich erst so wirklich in Teil 3 verstehen kann, warum. Da hat er deutlich mehr, ich sag mal, Spielzeit als in allen anderen Games zusammen. Das kann ich ja schon mal gerne verraten, ohne dass es ein Spoiler ist. Okay. In 1 ist er ja relativ lang tot gewesen. Wie noch eine? Hm. Ich habe doch gar keine Zeit. Na, von mir aus suche ich halt. Ich werde die... Rainer, hör auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Ach so, ich entferne mich schon vom Fleckchen. Ja, Entschuldigung, Sully, das wollte ich natürlich nicht. Ach, nee. Das bringt nicht grün. Ist grün zu grün mit Spanisch Blütenblühen. Aber wo ist die Ladung denn? Die haben wir schon. Die da vorne haben wir. Hier soll die sein? Ich glaube ja irgendwie nicht. Hm. Da vorne ist auch eine. Warte mal, ist da vielleicht drumherum noch eine? Wenn ich doch einfach diese Sprengladung finden würde. Wo soll die sein? Ja, ist okay. Du zeigst mir halt immer das Gleiche und das bringt mir exakt gar nichts. Also irgendwie sind die Tipps diesmal nicht ganz so geil. Da oben ist was. Vielleicht ist da oben was. Also keine Bombe, aber vielleicht ein Schatz oder so. Nein, ich werde nicht dafür belohnt, in die Ecke und Nische gegangen zu sein. Das ist traurig. Hm. Ach, guck mal einer. Endlich, so. Er macht doch nicht. Okay, das war's. Statt mir Mr. Lazarevich ein Besuch. Lazarevich ist Ende Gelände. So, Leute. Hier mache ich einen Cut rein. Wobei, nein. Wisst ihr was? Ja, ich weiß. Die letzten drei Folgen sind super chaotisch. Irgendwie habe ich mir das wirklich auch anders vorgestellt. Aber das gehört dazu. Gehört voll und ganz dazu. Da müssen wir durch. Ach so, ne. Sully klettert natürlich mich. Das darf nur Nate machen. Nach hier hin, oder? Nach. Ich möchte doch nur einen Speicherpunkt noch haben. Ach, da. I see that. Da kommt er gar nicht hoch. Hoch. Entschuldigung, Nate. Doch hier lang. Doch den langen Weg. Nicht? Nicht? What? What, Nate? Oh je. Irgendwas übersehe ich doch schon wieder. Die Leiter. Ach! Ja, irgendwas habe ich übersehen. Hätte das nicht die Leit... Oh, ich bin so doof. Das kann ich ja zusammen mit Sully machen. Komm her, ich helf dir hoch. Ja, nächste Mal wird dann ein Ausgeschlafener aufgenommen. Passieren nicht so lustige Fehler wie dieser.
Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich so schlecht in das Spiel komme, obwohl ich das so liebe. Und ich liebe den Anblick. Ich liebe ihn so sehr. Ich gucke mir das alles an und ich bin hoch beeindruckt von einfach allem. Was für ein Tsunami-Spielschiff, so weit an Land. Nun, keine Ahnung. Aber ich glaube, hier gibt es einen Speicherpunkt und den nutzen wir auch. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Verzeiht, dass es so chaotisch ist. Wird besser. Wir hören und sehen uns nächstes Mal. Habt einen wunderbaren Tag.